Zwiebeln und Erbsen und Bohnen, naja, was ist das schon? Aber dafür kann ich dann kochen, Mensch. Das ist richtig klasse. Super lecker. Dauert jetzt einen Moment, weil die Assistentin muss ja erstmal verschwinden.
Heute Abend wird das Gefühl, ich hoffe, dass ich drei Arten hier ganz hatte. Es kann nur einen Gewinner geben. Es kann nur einen Gewinner geben. Yeah.
eine Besonderheit. Der Sieger erhält alles, was der Verlierer besitzt. Das heißt, es geht um das Königreich Island oder um das ganze große Land Uxanten. Da sehe ich, Rüdiger muss einen Treffer einstecken, aber das... Thank you.
Vor Christus. Nach 10 Jahren erfolgloser Belagerung der Stadt geben die Griechen ihren Versuch auf, Helena, die Frau des spartanischen Königs Menelaos, zu befreien und sie wieder an. Sie verlassen auf sie zu schauen. Thank you.
so, Mensch. Ja, Entschuldigung. Ich bin zu viel Gas gegeben. So, jetzt kommen die beiden letzten Nachbarschaften vorbei hier bei uns. Die Oberstadt sieht ja gerade hier mit der Standarte. Vorher war der Peter dabei, der ist glaube ich krank. Auch die anderen drei recht herzlich willkommen hier bei euch. So, was haben wir denn Schönes? Bau der großen Pyramide. Hier bei den Oberstädter. Wie gesagt, nach dem Heimatfestzug können wir ein bisschen Party noch machen hier bei uns. Hast du ruhig gemacht, du als Obernachbar, Baumeister. Das ist übrigens der Obernachbar von Oberstadt. So, als nächstes haben wir hier den Träger. Und zwar, oh, das ist ein Sklaventräger hier, Sklavenhändler. Schildträger, meine ich. Guckt ihr euch da unten an. Das ist kein Doppelbett. Nach Musik. Stoppt im Moment alles hier wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Musik? Ja, ja. Ja. Gönn ich euch den anderen, ist ganz klar. Aber super gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Steckt unwahrscheinlich viel Arbeit drin.
nicht nur die Arbeit, schon allein an Kostenmaterial. Und das ist natürlich immer bei den Nachbarschaften ganz schwer, Geld reinzubekommen. Das kann man nur durch diese Sommerfesten, die gemacht werden. Das ist heutzutage ist nicht einfach. Schön, super. Wer ist denn die Nummer Nüsse? Oder ich zumindest. Partyraum Hülsenbeck hier, da kann man also schön mieten hier, die Räumlichkeiten für Feste, wie auch immer. Oder, ich glaube der 12. wenn mich alles täuscht, oder? War das der 12.? Richtig, der 12. Oktober hier bei Gunnar. Oktoberfest, da machen wir natürlich auch wieder unser Musik und so weiter, kommt dazu. Und natürlich die große Silvesterparty, die jedes Jahr bei Gunnar stattfindet. So, wie gesagt, hier oben, von meiner Sicht aus zu sehen, die letzte Darbietung hier von Lindenhausen. Der Maiskorn marschiert hier durch. Das hast du. So, wir können heute mal zum letzten Mal Applaus geben, außer natürlich den letzten Applaus für uns hier, für mein Personal, für Sven und für mich. Ich komme gleich. So, ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich für euer Kommen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Schönen Dank, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr die Treue hält, oder uns die Treue hält, dass ihr dieses Jahr hier als Stadtpublikum und wieder neue Gesichter mal sieht. Freut mich natürlich, das ist ganz klarer Fall. Bleibt noch ein bisschen, wir machen noch ein bisschen Party. Sven ist für die Musik zuständig. Ich habe meinen Job jetzt getan. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Vergnügen hier bei uns. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch ein bisschen uns Party machen hier. Und zwar mit der Moderation nicht mehr, unter anderem mit Musik und Moderation von Sven. Dankeschön fürs Kommen. Jetzt dürft ihr Applaus geben. Ah, jetzt wollen wir auch nicht. Ja, gut, okay.